Und willkommen zum zweiten Abend von der Mr. Inox Champions League hier auf meinem Kanal, wo es heißt Club Brügge gegen Benfica und wir steuern Benfica Lissabon selber. Kurz zum Erwähnen, das andere Spiel, wo es heute Abend gibt, Dortmund gegen Chelsea, haben wir natürlich auch in der Mr. Inox Champions League gespielt. Das findet ihr jetzt rechts oben. Und auch noch kurz zum Erwähnen, wenn ihr nichts mehr von dem Projekt oder anderen Projekten auf meinem Kanal verpassen wollt, dann lasst doch jetzt gern unten ein Abo da. Ich würde mich mega freuen über euren Support. So viel aber jetzt dazu zu dem Rumgeplänkere. Wir gehen gleich rein ins Spiel Club Brügge gegen Benfica, das in meinen Augen eigentlich relativ ausgeglichen ist. Benfica vielleicht ein bisschen der Favorit. Schauen wir rein. Let's go, wie immer als erstes auf die Aufstellungen von beiden Teams. Ganz kurz wichtige Durchsage, aus technischen Gründen können wir leider die Aufstellungen nicht einblenden. Das wäre natürlich ein kleiner Spaß. Ich habe keine Ahnung, warum uns die Aufstellungen nicht angezeigt werden. Deswegen ganz kurz die Aufstellung von Benfica Lissabon. Seht ihr hier einfach. Wenn es euch überhaupt interessiert, ich weiß nicht mal, ob man da wirklich wen kennt. Jetzt aber rein ins Game. Viel Spaß euch mit dem Spiel. Ihr seht wie immer die Highlights und natürlich die Tore vor allem. Und Benfica mit der ersten Chance und mit dem ersten Tor. Ich kann euch also gleich mal ein Highlight und ein Tor zeigen. Und auf das gucken wir auch nochmal drauf. Es ging also echt schnell, 15 Minuten glaube ich. Benfica spielt es auch gut und damit 1:0 für den, ja, kleinen Favoriten, sage ich mal. Lang, kann Club Brügge antworten, lang, boah, fast die Antwort, gut gehalten. Bar in der Mitte ist Ramos und da ist nochmal jemand in der Mitte und die machen das 2:0. Benfica eiskalt, schön gespielt, ja. Club Brügge kommt, hat er eine Chance, aber kommt so gar nicht mit dem Tempo mit, was die Benfica, also was Benfica nach vorne spielt. Schöner Flachschuss, nichts zu halten. Damit 2:0 für Benfica. Grimaldo, starker Pass auf Julian Draxler. Julian Draxler zurück auf Ramos. Ramos, fast das 3:0. Mignolet hält stark. Anschließende Ecke bringt David Neres. David Neres, da ist Ramos. Gefährlich. Macht es gut lang auf einmal vorm Kipper. Und Club Brügge macht wirklich den Anschlusstreffer. Also Benfica war nur am Spielen. Klar, Chancen hatten die beide fast gleich viel. Aber man hat sich jetzt hier gar nicht angewarnt. Gut, Otamendi sieht nicht gut aus. Und dann mit einem schönen Außenrisstreffer zum Anschlusstreffer. Damit also nur noch aus Sicht von Club Brügge 1:2. Neres könnte noch weitergehen. Probiert's aber mal. Starker Schuss. Ramos, Benfica, nächste Chance. Ramos, so. Den verzieht er ein bisschen. Neres, klasse dazwischen, Ramos legt den ab auf Julian Draxler, der mit dem 3:1, also 4 Tore schon nach gerade mal 30 Minuten. Aber Benfica, je klar das bessere Team, also ja, die hätten schon 4-5 Tore haben können. Neres auf Ramos, der auf Draxler und der gegen die Laufrichtung vom Keeper zum 3:1. Mario probiert's mal aus spitzen Winkel, der wird gefährlich, ich meine aus weiter entfernen. Club Brügge mal wieder lang. Gefährlicher Abschluss. Ramos mit dem Lupfer, der wieder Meilen drüber. Kommt Club Brügge lang. Lang. Pfosten. Boah, wieder ein starker Außengeschuss. Und das war's mit Halbzeit 1. Wir schauen natürlich als erstes auf die Statistiken. Die sagen folgendes, ja, bestätigen meinen Verdacht. Das 3:1 geht völlig in Ordnung und auch spielerisch ist Benfica einfach wesentlich besser. Diese Chancen, die sie zulassen, weiß überhaupt nicht, wie das passiert. Mehr gibt es dazu aber auch gar nicht zu sagen. Rein in die zweite Halbzeit. Ich bin echt gespannt, ob Benfica so überlegen bleibt oder ob Club Brügge mal wenigstens ein bisschen mehr dagegen machen kann. Boah, Ramos macht es verdammt stark. Ramos macht es sehr stark. In der Mitte ist Draxler. Da ist Joao Mario. Der macht dann das 4:2. Nicht Draxler, sondern Joao Mario. Und ja, gibt nicht viel zu sagen. Benfica macht so weiter wie in Halbzeit 1. Und Club Brügge aus Sicht der Spannung leider auch. Es sieht nicht mehr so aus, als würde es hier nochmal spannend werden. Vielleicht kommt Club Brügge mal ran. Durchnähen. Freistoß. Nielsen, der ist gar nicht so schlecht. Club Brügge auf einmal vom Tor. Stark gehalten. Oh, Fehler von Benfica im Aufbau. Nielsen. Wieder stark gehalten. Was ist jetzt? Da war irgendwo ein Foul. Otamendi. Das war ja gar nicht beim Spiel geschehen. Pff, sehr unnötig. Jetzt kann Club Brügge es wenigstens ein bisschen spannender machen. Nein, können sie nicht. Stark gehalten. Rafa schickt Ramos. Der hat jetzt die
Möglichkeit, es richtig bitter zu machen für Club Brügge. Mignolet hält aber. Rafa macht da gut. Rafa geht vorbei an Mignolet. Und das war's mit dem Spiel. In Halbzeit 2 passiert jetzt also nicht mehr wirklich viel. Schauen wir mal auf die Statistiken, wie immer. Und die sieht so aus. Ja, Club Brügge kam da nochmal ran, aber auch einfach, weil Benfica nicht mehr wirklich viel gemacht hat. Club Brügge hat nie den Ausgleichstreffer erzielt. Das heißt, für Benfica wurde es eigentlich nie wirklich gefährlich. Und deswegen gut. Ergebnis war jetzt vielleicht laut der Statistik ein bisschen zu klar, aber wenn man das Spiel ganz gesehen hat, finde ich, geht es völlig in Ordnung. Jetzt aber mal was ganz Wichtiges. Schreibt bitte wirklich in die Kommentare, wenn ich die Schwierigkeitsstufe höher stellen soll. Oder wie zumindest die Überlegung war ja auch schon in unserer eigenen Bundesliga, dass ich einfach, wenn ich zum Beispiel den Favoriten steuere, dass ich dann vielleicht auf Legende hochstelle oder keine Ahnung, die CPU einfach in diesen Werten wie Abschluss und so einfach verbessere, weil es fallen auch einfach so verdammt viel Tore. Ich weiß nicht, ob bei Weltklasse da vielleicht weniger fallen, bei Legende da vielleicht weniger fallen würden, weil in echt fallen ja auch in den ersten, also in den anderen drei Spielen von der Champions League, also von der Mr. Ninox Champions League bis jetzt, sind ja verdammt viele Tore gefallen. Also wie gesagt, schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare, was ich da machen soll. Ich denke, ich probiere auf jeden Fall mal ein, zwei Spiele auf Legende aus. Das war's aber jetzt auch schon mit dem Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Lasst doch jetzt rechts oben gern ein Abo da. Ich würde mich mega freuen über euren Support. Und links oben findet ihr eben, wie gesagt, das andere Spiel von dem Mittwochabend von Mr. Ninox Champions League. Dortmund gegen Chelsea. Schaut da auch gern mal rein. Jetzt war's es aber wirklich mit dem Video. Ciao, haut rein. Macht es gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.